Miteinander reden, füreinander da sein. Das ist das Motto der Volkssolidarität. Unser Herz ist das ehrenamtliche Engagement. Engagement bedeutet aufeinander zugehen, neue Erlebnisse wagen, Geschichten miteinander teilen, Anerkennung geben, Freundlichkeit erfahren und die eigenen Erlebnisräume erweitern. Engagement heißt auch freiwilliges soziales Handeln. Dieses Handeln kann genauso reich und vielfältig sein wie menschliches Miteinander. Gemeinsame Zeit ist lebenswerte Zeit. Die Volkssolidarität initiiert zum Beispiel Nachbarschaftshilfen und begleitet ältere Menschen für einen lebenswerteren Alltag. Und bestimmt haben diese auch mal einen guten Rat parat. Mitmenschen freuen sich über ein gutes Gespräch, einen Kaffeebesuch, einen Spaziergang oder Hilfe beim Einkaufen. Manche Dörfer haben keine Läden mehr und der Weg in die nächste Stadt kann zu aufwendig sein. Selbsthilfegruppen bieten ebenfalls Möglichkeiten für ein Engagement. Manchmal finden Menschen nach einem Schicksalsschlag zueinander, um sich gegenseitig zu stützen und Erfahrungen auszutauschen. Bei all dem und noch bei vielem mehr können Sie sich bei der Volkssolidarität ehrenamtlich engagieren. Ehrenamtliches Engagement ist genauso wichtig wie die Arbeit unserer Hauptamtlichen. Ob in den sozialen Diensten und Einrichtungen, in der Pflege, in den Kitas oder in den Jugendhilfeeinrichtungen. Wir pflegen, betreuen, verteilen Essen, begleiten bei Erziehung und Spiel und hören zu, trösten. Ob jung oder alt, mit oder ohne Beeinträchtigung. Wir helfen beim Abbau von gesellschaftlichen Barrieren, die in den Köpfen beginnen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters, Menschen, die bei uns auf eine neue Heimat hoffen. Jeder und jede kann sich bei der Volkssolidarität engagieren. Gemeinsam können wir viel erreichen. Die Volkssolidarität bietet ein großes Netz von Mitgliedergruppen, sozialen Einrichtungen und Angeboten und freut sich auf Ihr Engagement und Ihre Ideen.